Gehen wir mal rein in Random Duos. Yo, was geht, Mann? Hallo. Yo, hallo. Hallo. Na? Was ist? Du, ich bin aktiv. Was ist mit dir? Was? Was ist? Wie, was ist? Wo willst du landen? Wo willst du denn hin? Yo, Mann, wo fliegst du hin, Mann? Hier. Da, ja, okay. Wie, was ist? Nichts, was ist, okay? Sorry. Wolltest du gerade Stress schieben, oder was? Nein. Von irgendwo kommt mir deine Stimme bekannt vor. Keine Ahnung von wo. Nee, das kann nicht sein. Okay. Warum meinst du? Ja, woher soll dir meine Stimme bekannt kommen? Kommst du aus meiner Stadt, oder was? Nein, vielleicht nicht. Ich komme aus Ofelgönne. Irgendwie hört es sich so an wie ein YouTuber. YouTube? Ja. Nee, das kann nicht. YouTube ist überhaupt nicht so bekannt. Nichts? Nee, gar nichts, Mann. Und zu der Rampe gehört eine noch größere Rakete. Guckst du YouTube oder was? Ist doch voll Dulli, da sind auch nur Idioten unterwegs. Nee, es gibt Dullis, aber es gibt auch nicht nur Dullis. Aber, also ich habe da viele Dullis gesehen. Wen findest du ein Dulli da? Zum Beispiel, wie heißt die? Irgendwie so, der wird die ganze Zeit fake, dieser... Der wo Scheiße auf einen haltet. Auf einen Siemens irgendwie so. Siemens oder diese Prank Pros. Siemens? Ja, oder Prank Pros irgendwie. Die kenn ich nicht, Mann. Okay. Ich komme aus Ofelgönne. Das ist in Niedersachsen. Ja. Und hier, Hamburg ist ja in der Nähe. Und ich habe gehört, zum Beispiel dieser eine Trimax oder so heißt der. Den habe ich mal gesehen, irgendwo im Fernsehen. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, wie kann so einer, also wie kann der erfolgreich sein? Das verstehe ich nicht, weißt du, wie ich meine? Mhm. Du hast dich irgendwie an wie, keine Ahnung, es gibt so einen, ich weiß den Namen nicht, irgendwie Montana Black, keine Ahnung, kennst du den? Nee, Mann, ich bin in diesem YouTube-Dingsterbums da überhaupt nicht drin. Weil ich glaube, der ist auch irgendetwas mit aktiv, passiv, keine Ahnung. Aber ich glaub dir. Nee, aktiv, der habe ich schon ganz lange, den Account. Aha. Also ich habe im Übrigen noch nicht eine Waffe gefunden, ne? Also dieser Spot hier zum Looten ist ja richtig scheiße, Mann. Kannst du mir eine Freundschaftsanfrage schicken? Ja, das mache ich gleich. Ich höre aus deinem Akzent, kommst du irgendwie aus Österreich oder so? Schweiz. Schweiz, oh. Woher kommst du aus der Schweiz? Basel. Ah. Kennst du diesen Ort? Ja, ich war schon mal in der Schweiz. Ach, okay. Ja, hier, komm mal her, mein Süßen. Hier. Hab hier was für dich. Danke. Und, das ist nett. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? 11. Ah ja, du? Oh, ich bin 22. Ach, okay. Ein wenig älter, ganz wenig. Ja, was soll ich machen, ne? Ich weiß, was soll ich machen? Älter werden. Ich weiß. Und wie lebt sich so in der Schweiz? In der Schweiz ist es okay, aber meine Schule nervt. Meine Schule nervt, wieso? Ja. Mein Hund, der starb vorletztem genau an Silvester und jeder macht sich drüber lustig. Das finde ich nicht so cool. Hä? Wie? Mein Hund ist gestorben und dann macht sich jemand drüber lustig? Nicht nur jemand. Wer macht sich darüber lustig? Meine ganze Klasse. Aber ich habe noch Familie. Familie ist mir noch wichtiger. Als so kleine Schüler, die mir auslachen müssen. Sie nicht besser zu tun haben, als Menschen den Wahnsinn treiben. Hey, soll ich dir mal was sagen? Was? Das macht mich gerade voll traurig, Mann. Wieso machen sich die Leute darüber lustig, wenn dein Hund stirbt? Das kann doch gar nicht sein. Verstehe ich auch nicht. Aber die Menschheit ist halt manchmal ungerecht. Aber warum machen sie sich darüber lustig, Mann? Frag die Klasse. Ich krieg das gerade gar nicht. Also ich verstehe nicht, warum sich Leute darüber lustig machen, wenn ein Lebewesen stirbt. Hast du sonst ein schlechtes Verhältnis zu denen, oder was? Also ich mag meine Klasse nicht besonders. Weil, aber würdest du hab so keine Freunde. Ich find's auch okay, dass ich keine Freunde habe. Da habe ich ja nichts dagegen, aber ein Tier, wo genauso ein gutes Herz hat oder genauso gleich verdient hat wie ihr Klasse zu leben, finde ich, hat es kein Mensch verdient, so danach genutzt zu werden. Aber gibt es da einen ganz speziellen, der dich so am Hänseln ist oder was? Nein, einfach die Klasse. Was hattest du denn für einen Hund? Es war ein, vielleicht kennst du die Rasse, ein Zwerg, also Zwergschnauze. Ja, die kennst du die? Ja, klar. Schwarzer Zwergschnauze. Und, war noch relativ nett. Aber ich finde es auch, er hat geleitet. Er hatte Bauchtumor, also Blut im Bauch, hat jetzt mit den Zehen, hat Hüfte gebrochen. Also, ihm geht es nicht gut. Deswegen haben wir ihn eingeschläfern lassen. Weil sonst hat er die ganze Zeit geleitet und das
Es hat kein Lebewesen verdient. Wie alt war denn der? 16, das ist sehr alt. Oh, das ist ein stabiles Alter, ja. Aber also, ich sag mal so, dass auch mit 11 Jahren, weißt du es ja, zum Leben gehört auch Sterben dazu. Heißt jetzt nicht, dass man sich wünscht, dass... Aber, also 16 ist ja ein sehr, sehr, sehr gutes Alter für einen Hund. Und ich finde es ja auch, im Grunde hört sich für mich nach der richtigen Entscheidung an, wenn man ein Tier von seinem Leid erlöst, ne? Ist ja klar. Aber ich kann nicht verstehen, warum sich, also ich, egal wie sehr ich es versuche zu verstehen, verstehe ich nicht, warum sich die Leute in deiner Klasse darüber lustig machen. Würdest du von dir sagen, dass du eher so ein bisschen Außenseiterrolle bei dir in der Klasse hast, oder was? Wie meinst du das? Verstehe das nicht ganz. Also das, ja, ich weiß nicht, bei uns in Deutschland sagt man so halt Außenseiter, so dass man so. Ich will jetzt ach so, sagen, dass ich der Außenseiter bin. Ja, also dass du eher, also nicht so beliebt bei den Leuten bist oder eher dich abkapselst, also so dein Ding machst. Nein, ich bin nicht beliebt. Ich folge meinen eigenen Willen, ich mache, was ich will. Das finde ich gut. Aber ich habe diese Spider-Man-Schuhe. Aber gibt es so einen ganz speziellen, gibt es so einen ganz speziellen Wichser bei dir in der Klasse? Jeder in der Klasse ist so gesehen einer, aber... Ah. Ich mag einfach meine Klasse nicht, deswegen kann ich nicht bezeichnen, was einer ist oder nicht. Es gibt halt einfach Leute, die... Ja, es gibt den einer in der Klasse, aber wenn es einer macht, dann ja, es ist halt der Dumme, der dem juckt es mich auch nicht. Aber auch meine Kollegen und das habe ich gar keinen Bock mehr. Aber was für eine Schule gehst du? Also ich weiß nicht, wie ist das Schulsystem in der Schweiz? Also Gymnasium, Realschule, gibt es sowas bei euch? Ja, wahrscheinlich ja, schon. Ja, bei uns gibt es Gimi, gibt es bei uns, die Real und die Sek. Oh, und was ist das Beste? Gimi. Oh. Gimi, Sek ist das zweitbeste und Real ist das schlechteste. Und was bist du? Also welche Schule bist du? Ich gehe sehr wahrscheinlich, also ich gehe in die Sek. Also ich bin noch in der 6., bei uns gibt es nur 6., aber auf meinem Zeugnis ist gestanden, dass ich in die Sek komme. Aber ist das nicht, meinst du, das ist das Schlechteste, theoretisch gesehen, oder hatte ich es falsch verstanden? Nein, also Sek finde ich, das ist das Mittlere. Oh. Ich finde, Sek hat man genug Job zur Auswahl und ja, ich glaube, mir soll ich auch nicht haben. Weißt solange du, ich mein Leben leben kann, ist das alles gut. Ich bin ja ein bisschen älter schon als du und ich kann dir nur eins sagen, ich war nicht in der Situation, dass Leute mich in der Schule so doof angemacht haben oder so, weil dann haben die einen auf die Schnauze bekommen, aber das war auch nicht der richtige Weg. Aber ich kann ja eins sagen, das Wichtigste ist, dass du einfach dein Ding machst, weil die ganzen Leute, die jetzt bei dir in der Klasse sind, die siehst du, wenn du erwachsen bist, sowieso nicht wieder. Wichtig ist, dass du eine gute Schule machst, dir einen guten Job suchst, gutes Geld verdienst und deine Familie glücklich machst. Das ist das Wichtigste. Und ob die Idioten in deiner Klasse Scheiße labern oder nicht, ist egal. Also ist nicht egal, weil manche Worte können auch verletzend sein, aber am Ende solltest du dich konzentrieren, weißt du? Und da gibt es, manchmal ist es halt so, wenn ich dann zum Lehrer oder so gehe oder Lehrerin, sagen die immer, ey, du warst das so, um deine Dings lustig gemacht haben, nicht ich war's. Sagen immer, sie geben dann immer mir die Schuld. Ja, manchmal sind Lehrer auch unfähig. Ja, da hast du recht. Ich weiß, ich hab keine Metz mehr. Ich schieß hier runter, hey. Ich hab hier Metz, sonst komm zu mir. Nein, ach so. Ich glaube, er ist gleich neben mir. Ach, du deswegen... hast den Baufighter. Yes. One shot. Down, hier, hol ihn dir deine Metz. Ui, danke. Easiness. Jo, das ist mein... Ey! Gib mal die Mine, danke. Schneid dich, Hund. Oh, vor mir, Gegner. Scheiße, ich werd gesniped von hinten. Ich hasse das. Bau dich ein, du hast doch Metz jetzt. Ja, ich weiß, aber... Nicht genug für einen Windfight. Und er hat mich. Ach, ich bin einfach nicht gut in dem Spiel. Oh, das ist gut. Spaß ist doch das Wichtigste. Wo ist er denn? Bei meiner Neustadtkarte, genau. Du bist gut in diesem Spiel. Ja, geht. Geht mein Bestes. Hinter dir. Ja, vor mir ist auch noch einer. Alles gut. Okay. Der Wichser ist abgehoben. Markier mal den Wagen, wo wir dich wiederholen können. Der ist so. Da hinten ist der nächste. Ja komm, dann lass da mal einen Stepper hinmachen an die Unbekannte. Kannst du mir nach einer Freundschaftsanfrage schicken? Ja. Soll ich dir noch was verraten? Was? Auch wenn du mich nicht erkannt hast, aber du hattest recht, ich bin dieser Monte, den du von der Stimme erkannt hast. Wirklich? Ja. Warte, und du hab kannst, schon gedacht. Und du kannst deinen Klassenkameraden liebe sorry. Grüße ausrichten von Onkel Monte, dass sie sich mal ins Knie ficken sollen. Danke, das ist... Und Gegner? Danke, ich hab größten Respekt, das... Gegner bei mir, warte, ich muss einmal ganz kurz...
Ich hab eine Piste, ich versuche mein Bestes. Oh mein Gott. Moment. Hört wieder ab, keinen Bock mehr. Ich hab schon gedacht, weil ich bekomme jede Sekunde irgendwie Freundschaftsanfragen. Ja, was soll ich dir sagen, Digga? Wo ist denn der Wichser? Hast du, warte, komm mal, ich hab auch nichts. Ist aber die einer? Also ich sehe gerade keiner. Scheiße, falscher Knopf. Komm mal hierher, komm mal zu uns. Hier ist noch eine Kiste. Hier sind noch. Hier unten ist noch ein bisschen was, komm mal. Wollte gerade einer wiederholen? Keine Ahnung. Komm mal hier runter. Darf ich schnell ein Foto machen? Komm doch erstmal runter. Da wird einer wiedergeholt. Okay. Da wird einer wiederholt. Komm mal, aufpassen, die Zone. Schaff's. Braucht ihr Hilfe? Sonst kann ich nicht kommen. Bam. Schade. Warte, ich muss mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Nee, warte. Nein, ich komme. Ja, der ist gestorben. Scheiße. Nee, komm hier zu mir, komm hier. Schnell. Ich muss healen. Ja. So, ich bin in der Zone. Vor mir Gegner. Nee, das ist ein Huhn. Ja, der ist am Arsch, Mann. Ich laufe erstmal. Krass, du bist halt wirklich richtig. Ich laufe hier längs über die Seite. Hast du genug Mats? Komm mal her hier zu mir. Oh. Aufpassen, Mann. Das bockt nicht so. Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit stehe. Alles gut, ich bin auch nicht besonders gut. Mach dir keinen Stress, Digga. Wichtig ist, dass man Spaß hat. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich habe eine Frage. Machst du gerade ein YouTube-Video oder bist du live? Live bin ich gerade. Ich bin gerade am Livestream. Wo, wenn ich fragen darf? Auf der Seite Twitch. Kennst Ach, die habe ich leider nicht. Ich habe aber eine kleine Frage. Tut mir leid, dass ich noch mal eine Frage stelle. Ich habe dir auch viele Fragen. Ladest du dieses Video dann auf YouTube hoch oder was? Das weiß ich nicht, wenn du möchtest. Normalerweise bin ich immer so neugierig bei solchen Sachen. Also ich sag mal so, jetzt ist der Zeitpunkt, einen ganz speziellen Gruß an deine Arschlöcher von Klassenkameraden rauszuhauen. Das bedeutet? Also ich meine, jetzt kann man dir nochmal die Meinung sagen. Mhm. Kann ich flexen. Was ich sonst nie kann. Ja? Also ich würde mal behaupten, keiner deiner Klassenkameraden kann behaupten, mit Monte in der Lobby gewesen zu sein. Mhm. Darf ich schnell meinen Bruder rufen, dass ich gerade mit Monte spiele? Ja, na selbstverständlich. Wie alt ist denn der? Der ist 13. Ah, okay. Okay, bis nachher. Warte schnell. Ja, alles gut. So ein Süßi, Mann. Ja, es leben nur noch zwei Leute, ne? Bin wieder hier. Alles gut. Warte, mein Bruder kommt schnell ans Headset. Alles gut. Hallo? Moment, Junge. Bist du da echte? Warte. Ich habe hier gerade einen wichtigen Baufight. Okay, geht okay. Sofort los. Kannst du mir eine Anfrage schicken? Ja, ist gerade jetzt gerade nicht. Also, ja, okay, nachher, Mensch. Ja, okay, Moment. Danke. Ganz wichtigen Fight hier gerade. Kennst du mich wenigstens? Ja. Sag mal, warum werden dein Bruder in der Schule gemobbt? Hä? Hä? Weiß ich nicht. Bist du älter als ich er oder jünger? Älter bist du. Ja, älter. Ja. Musst doch mal ein Machtwort reden als großer Bruder. Mit diesen Idioten, die ihn da beleidigen. Das kann doch nicht sein. Die machen sich... Oh, warte mal. Ich mach mich auch lustig über sie. Das sind die mein Bruder... Oh, warte, ich muss kurz, chill kurz. Okay. Also, ey, ich kann hier den Epischen holen, Digga. Warte. Es sind noch zwei. Nee, jetzt aber zwei Solo. Das ist das Gute, zwei Solo-Spieler. Okay, gut. Der andere ist hier unter mir. Schön. Kannst du mir jetzt eine Freundschaftsanfrage machen? Ja, Bruder, ich bin hier gerade im Fight, Mann. Ajo! Warte. Und... Oh, 1v1. Ich hab's das gut. Ruhig. Sehr viel Druck auf meinen Schultern. Sammle die Krone. Warte. Der ist unter mir. Der White Life, Digga. Mann, Digga. Ah! Gut gemacht. Der echte, Digga! Und jetzt aber... Kannst du mir eine Freundschaftsanfrage schicken? Kannst du mir jetzt eine Freundschaftsanfrage schicken? Ja. Du bist der coolste Elfjährige, den ich kennengelernt habe, Mann. Du bist der kühlste 22-Jährige.
Ja, ich bin 33, aber alles gut. Der war, Bruder, der war ja sowas. Der war ja sowas von süß, Digga. Ich sag dir so, wie es ist. Ich habe heute eine Stunde oder so paar Runden gespielt, um so zu gucken, wie es auf PC ist und ob man viele Leute trifft. Ich habe nicht einen korrekten Typen so mäßig getroffen. Doch einmal habe ich welche getroffen. Aber ansonsten war gar nichts los. Und heute, die erste Runde, Digga, trifft man gleich den coolsten Elfjährigen, den man sich vorstellen kann. Das musst du sich mal vorstellen. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Und ich habe so eine Mischung gemacht. Wie kann man denn bitteschön sich darüber lustig machen, wenn von einem Elfjährigen der Hund stirbt, als Elfjähriger? Wie kann man sich darüber lustig machen?